Hallo Abwobs, willkommen bei Bricks ganz fix. Ich habe euch heute zwei schmucke Sets mitgebracht. Die sind von Lazy, ist im Mini-Blocks-Format. Und wir haben hier einmal einen kleinen Garten und einmal ein Arbeitszimmer. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal die Kartons an. Wie ihr sehen könnt, sind die Kartons ganz hübsch, glänzen einmal und haben hier eine Perforierung. Und im Sinne der Jahreszeit gehen wir erstmal von außen nach innen. Im Außenbereich haben wir unseren kleinen Garten. Das ist Teil der Serie Fairy Tale Town. Hat 485 Teile und hat super süße Details. Wir haben hier zum einen diese Dachsteine, die ich so noch gar nicht gesehen habe. Hier sind sie einmal in rosa und einmal nochmal in Nougat müsste das sein. Dann haben wir natürlich unterschiedlichste kleine Pflanzen, wie zum Beispiel diese Stängel hier oder Blüten, die sitzen hier, die es auch nicht so häufig gibt. Und was super süß ist an dem Set und mein persönliches Highlight, sind diese ganzen Tierchen, die hier drin sind. Die sind alle bedruckt. Wir haben hier einmal eine Katze, einmal einen kleinen grünen Frosch, dann zwei Hühnchen, die fröhlich in ihrem Stall herumlaufen und hier oben noch einen kleinen Piepmatz. Das Set hat zwei Sticker, die sind hier an der Wand. Wenn es draußen zu kalt wird, dann setzen wir uns doch einfach ins Studienzimmer. Wir sind hier bei 605 Teilen und auch hier ist wieder so eine tolle Detailgetreue. Wir haben hier Schubladen zum Aufmachen. Wenn ihr hier das Regal abmacht, also die hier geht ein bisschen auf. Da könnt ihr aber auch das Regal hier abmachen. Ich mache es jetzt nicht, dann geht es ja auch ganz auf. Und hier bei dem Regal, da müsst ihr hier die kleine Pflanze abmachen, gehen natürlich auch die untersten Schubladen auf. Wir haben hier einen bedruckten Sonnenhut. Was ich auch ganz süß finde, sind hier oben die Pflanzen auf dem Sims. Dann haben wir hier einen Brickbuild-Regenschirm. Habe ich so auch noch nicht gesehen, finde ich aber ganz toll. Und mein persönliches Highlight an dem Set ist natürlich hier diese große Schreibmaschine. Als Anleitung haben wir natürlich wieder hier diese typische Faltanleitung, die man schon kennt, wo bei jedem Schritt die einzelnen Teile ausgegraut sind. Beide Sets findet ihr bei uns für 16,95 Euro. Und damit euer Häuschen komplett ist, gucken wir uns jetzt mal den Rest der Serie an. Für unseren Innenbereich haben wir die Creative Sets, einmal mit einer kleinen süßen Küche, einem Musikzimmer und einem Schlafzimmer. Für den Außenbereich haben wir hier ein Restaurant, ich würde es einfach Außenküche nennen, und nochmal ein Musikzimmer bzw. kleines Wohnzimmer. Das war's von mir. Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt's mehr und ganz viel Spaß beim Bauen. Soll ich noch Tschüss sagen? Ach so, müssen wir Tschüss sagen? Okay, dann nochmal.